Also ich könnte von hier aus Gabelstapler, das Ding. Und der Typ da. Versuchen wir ihn mal zu sprengen. Hoffentlich ist er nicht schnell genug, dass. Ah, natürlich hat das direkt. Meine Stimme. Zuerst müssen wir dich rausbringen. Ja. Okay. Ja. Hallo? Der Typ ist einfach festgefroren. Na also. Hallo? Das ist doch kein Leben. Alter, willst du mich verarschen? Oder? Der Scheißer ist relativ weit. Wobei, wo stehe ich hier denn? Keine Ahnung. Ja, hängt der sich jetzt da hin und bleibt für immer da, oder was geht ab? Na. Gut, der geht rüber. Toll. Sind die draußen? Cool. Ach, ihn kann ich. Oh, geil. Das ist doch nicht dein Ernst. Los, los. Kopf runter. Du darfst da stehen bleiben, ganz brav, ja? Bewegung. Los, los, Kopf runter. Oh Gott, Bewegung. Da lang, da lang. Okay, los geht's. Dann. E-Mail. Da lang. Komm. Ja, egal, komm. Da oben ist eine Kamera gewesen gerade. So, sie müsste jetzt dahinter versteckt sein. Wo ist sie? Hä? Ach, da unten. Okay, du kannst. Los, schnell. Oh, komm. Zum Glück hat man hier ein. Zum Glück sind die dämlich, sagen wir es mal so. Okay, los. Alles klar. Okay, ihn muss ich weglocken irgendwie. Das ist natürlich die Frage, wie. Oh, was? Hört Stimmen. Eventuell achtet er nicht mal drauf, weil das ein Sniper ist. Riskieren wir es. Scheiß drauf. Los, los. Ja, gut. Da rein kommen wir nicht, ne? Nee, schade. Was? Die Kamera ist außer Reichweite? Lach mich tot. Ah. Hier wäre was zum Sprengen. Ich komme gerade irgendwie nicht so gut runter. Wo haben wir denn meine Kamera? Da drehen wir mal um. Wieso komme ich da nicht ran?
Wo haben wir denn die ganzen Camps? Oder die, nicht die Camps, die ganzen Typen. Gerade sind, glaube ich, alle auf der anderen Seite, bis auf der. Bewegung. Komm, riskieren wir es. Scheiß drauf. Er ist dämlich. Sehr schön. Lauf zu diesem Auto. Steig ein und fahr los. Nicht umdrehen. Ach, hab ich schon. Hat er schon geöffnet. Oh Gott. Alles klar. Du bist in Sicherheit. Aber wir müssen dich und Jax aus der Stadt bringen. Ist Jackson okay? Oh Gott. Er sagte, du wärst tot. Er sagte, er würde mich töten. Wo ist Jax? Ich muss ihn sehen. Er ist sicher. Bei Yolanda. Fahr da jetzt hin. Ich treffe dich. Hol Jax, bleib ruhig. Kein Handy. Lass ihn nicht mal sein Tablet benutzen, bis das vorbei ist. Was immer es ist, Aiden. Bitte. Bitte lass es sein. Hörst du? Lass es sein. So. Fahren wir mal eben mit dem Racine-Laster aus diesem kleinen Gebiet. Jesus. Oh Gott, ist das eine An. Oh, es laggt. Laggy, laggy. Ups, falsch. Glaubst du, Nikki wäre sicher? Glaubst du, es ist vorbei? Für Nikki ist es vorbei. Aber nicht für dich. Ich will dir nichts verderben, aber ihr bekommt Gesellschaft. Die Bullen haben gerade einen Tipp zum Rächer bekommen. Ist das nur ein Spiel für dich? Ja, sicher, es ist nur ein Spiel. Ich bin nur zum Spaß dabei. Du hast mich enttäuscht, Aiden. Wir waren Partner. Was wirfst du mir vor? Ambitionen? Ich werfe dir deine Gier vor. Ich muss los. Deine Heuchelei ist beeindruckend. Fahr vorsichtig, Partner. Die Cops sind echt heiß auf dich. Ja, ja. Natürlich. Dann wird's jetzt gleich. Oder gibt's? Ja, nee, doch nicht. Packt eure Sachen zusammen. Ich komme und hol euch ab. Nehmt nur mit, was ihr wirklich braucht. Okay, Jackson und ich sind fertig, wenn du kommst. Ja, also wir müssen jetzt nochmal zu... So. Und dann bringen wir sie aus der Stadt. Kann man ja so schön hören, ne? So. Ah. Ich bin falsch. Nun gut. So. Ja, ja, ja. Gut, dann. Na komm. So. Shabidi, shabada, shabalapata, boom, babada, oh, what the fuck. Plötzlich fängt es an, mega an zu blenden. Blenden. So ein Blender, ey. Naja. Gut. Ja, dann fahren wir mal weiter, weiter, weiter. Sehr spannend. Das sind ja, glaube ich, nicht mein Radio, was ich sowieso immer ausmache. Oder weil das noch so Mission... Naja, ist ja keine Mission. Ich könnte ja jetzt überall hinfahren. Naja. Doch, hat ein Radio, ist aber aus gewesen. Naja. Ach, ich komm. Komm ich von oben? Nee. Die wohnen doch hier oben. Ach so, oder... Das ist wahrscheinlich bei Yolanda. Ich dachte gerade so, what the fuck? Oder hole ich jetzt noch was ab? Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Oder ich starte die Mission mal wieder irgendwo anders. Ja, das Auto ist Bombe. Nicht wirklich, aber na komm.
Ja, ich drehe völlig durch. Ja, hier ist Yolanda, genau. Und das ist mein Auto hier. Taster der Vergangenheit. Ich habe mich so angestrengt, Nikki von allem abzuschirmen. Und jetzt hat sie jemanden getötet. Die ganze verdammte Stadt bricht unter uns zusammen. Ich bringe sie in Sicherheit, bevor es zu spät ist. Genau. Genau, wir haben dieses Muscle Car, uns gehört dieses Ding. Na komm. Yolanda sagt, sie hetzt dir die Polizei auf den Hals. Steig ins Auto, na los. Bist du reingelegt worden? Sag es. Ich hab ihn. Diesen Mörder. Ich weiß, wer er ist. Was? Nick, die Zeit ist knapp. Wir müssen los. Jetzt! Komm jetzt! So. Natürlich. Jax, halt den Kopf schön unten. Genau, sonst wirst du erschossen. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Man sollte richtig abbiegen. Aiden, das sind Polizisten. Ich weiß. Warum fliehen wir vor der Polizei? Die können uns helfen. Ach, shit, wir dürfen nicht entdeckt werden. Gut. Ja, da war ja was. Ah. Ich war jetzt, das war. An alle Einheiten, die Unterstützung ist gleich da. Haltet durch. Wir starten weitere Suche, over. Jax, halt den Kopf schön unten. Hey, fliegt genau über das uns. Das sind Polizisten. Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Fliegen wir vor der Polizei, die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Bullshit. Du sagst Bullshit. Naja. Das war auch wieder so ein bisschen ungeil. Ich muss gucken, wie ich das hinkriege. Aber das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Ich stand gerade, bin durchs Dach geglitscht. Jax, halt den Kopf schön unten. Damit man ja nicht über die Dings fahren kann. Polizisten. An alle Einheiten, ich weiß. Eine Hochleistungspatrouille ist vor der Polizei, dran. Die können uns helfen. Nein, die helfen uns. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Komm ich da durch? Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Ja. Nicky, hört zu. Du sagst nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich um dich. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Ja. Das ist kompliziert. Oh, nee. Haben die ein gutes Auge, Alter. Dass man nicht mal kurz vorbeifahren kann. Am Arsch. Aber das ist auch gar nicht der Rächer Aiden Pierce. Nein. Der hat nur ganz zufällig den gleichen Namen wie ich. Und sieht genauso aus wie ich. Ganz ehrlich. So und... So. Ich meine, okay, man kann es vielleicht am Fahrstil oder könnte es am Fahrstil erkennen, trotzdem. Aiden, das sind Polizisten. An alle, eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu deinem Standort. Die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Hoppla, sorry. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nicky, hör zu. Du sagst nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich. Ein Auto. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Du bist das.
Das ist kompliziert. Wie soll ich denn hier da jetzt langkommen? Gar nicht auffällig.